Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei The Division. Und da in diesem spannenden bzw. tollen Spiel jetzt erstmal die Charaktererstellung. Nein. Also männlich. Ah, man kann also, okay. Man sieht, es gibt hier noch nicht viele Auswahlmöglichkeiten, sondern man kann erstmal einfach einen nehmen, der einen vorgeschlagen wird. Wem finde ich denn cool? Ihm finde ich cool. Nimm mal noch den. Also man sieht eine theoretisch Haar und alles andere lässt sich noch einstellen. Hey! Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen erst gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue ihm. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Also optisch schaut Sahne aus. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Also optisch schaut es wirklich Sahne aus, aber jetzt schauen wir uns erstmal hier so ein bisschen noch die Einstellungen an. Weil gerade das Thema Audio, haben wir gehört, ist sehr laut und ich will euch ja jetzt hier nicht direkt vertreiben. Deswegen mal da ein bisschen runterstellen. Die Steuerung lassen wir einfach mal so, wie sie ist. Spielen damit und gucken mal, wie es da weitergeht. Die Tastenbelegung ebenfalls. Video. Bildwiederholung 60 Hertz. Monitor ist einer. Was? So, wir machen hier noch weiter. Der hat uns da angerempelt und dann kommen wir hier in der offenen Welt dann dahin, dass wir praktisch direkt weiterzocken. Da die Grafik. Ja, ist auf Ultra, also da geht nicht mehr. Also ihr seht von dem her, was ihr hier zu sehen habt und was ich euch zeige, ist wirklich schon auf den besten Einstellungen. Also mehr geht da einfach nicht. Das heißt, ihr könnt hier die beste Grafik genießen, die es so gibt. Und ich würde sagen, wir gehen damit raus. Aufklärungsdaten und sonstiges, Fähigkeiten. Es ist eine Fertigkeit verfügbar, auch das ist wichtig. Fertigkeit eine Einsatz mit E. Medizin, Haftgranate, der Impulsgeber. Verschickt einen Spürimpuls, der Gegner und Verbündete durch Mauern und Markierungen entdeckt. Ja, der ist doch nice. Den lege ich jetzt mal auf E, weil es gibt noch nichts anderes. Wir schauen uns aber noch ganz kurz an, was es noch gibt. Dann gerade die nachher abfeuern, an dem Meisteroberflächen Haftleute explodiert, wenn sie ferngezündet wird. Oder ballistischer Schild. Der legt ein Schild hin. Ich habe mich gerade umentschieden. Ich finde eigentlich die Granate ganz cool, deswegen nehmen wir die.
So, damit haben wir schon die erste Fertigkeit gesetzt. Und wir legen jetzt los mit unserer Aufgabe. Der Division ist, wie gesagt, jetzt noch in der Beta, also ein ganz frühes Stadium. Das seht ihr rechts auch im Bildschirm. Dass ich meine Wenigkeit da zockt und dass es eben noch Version 1.0 aus der Beta ist. Ich freue mich stark auf dieses Spiel und das ist ein potenzielles Möglichkeit für mich, den Fallout-Titel bei mir auf dem Gameplan zu ersetzen. Das schaut also Sahne, muss man wirklich sagen, ist die Grafik. Schaut euch mal das an. Die Spiegelungen. Also wow, beeindruckend. So, und hier eben gibt es auch schon andere Leute. Na, wenn der schnell laufen kann, kann ich auch schnell laufen, du. Und es ist eben praktisch hier das Einzige, wo es wirklich rein Open World ist, wo auch andere Zeugen. Ansonsten kann man für sich alleine spielen. Also man kann es im Koop, man kann es aber auch alleine spielen, je nachdem, auf was ihr so Bock habt. Also das ist immer euch überlassen. Und ansonsten ist es kein klassischer Shooter, sondern ein sogenannter Deckungsshooter. Das heißt, die Gegner haben keine, ja, also ich sag mal so, zwei Headshots reichen in der Regel nicht aus, um dass man einfach jemand killt, sondern die haben wirklich HP. Und je höher ihr im Level kommt, desto höher kommt auch der Gegner im Level und desto mehr sind die dann da am Leben. Also es ist jetzt einfach kein Shooter aller, was weiß ich, Rainbow Six Siege oder so, sondern da ist einfach da ein bisschen mehr gegeben. Hier die Operationsbasis einfach mal zu erreichen und hier durchzulaufen. Aber ja, seht mal die Optik hier, das ist alles unglaublich toll, unglaublich schön. Also, wenn er grün ist, ist er dann gut? Wahrscheinlich ja. Der Schöpfer schickt locker. Ganz entspannt, ich mach dir nichts. Also die Operationsbasis sollten wir gleich erreicht haben. Was hast du gefunden? Und es spielt sich hier alles in Manhattan bzw. in New York. Später sollen auch noch andere Distrikte dazukommen, auch der Untergrund soll dazukommen. Jetzt wird es erstmal rein auf Manhattan, soweit ich das gelesen habe, beschränkt sein. Man hat jetzt gesehen, der hat da HP und dementsprechend ist es dann da so, dass man dann einfach aufpassen muss. Und hier, das waren natürlich so kleine Gangster, die haben halt wenig HP beziehungsweise sind einfache Gegner gewesen, deswegen musste man sich da jetzt nicht decken, aber das kommt später schon noch. Und es gibt halt hier Loot und das ist halt der Rollenspielaspekt. Das heißt, hier kann man die mal untersuchen und kann dann hier sehen, okay, den Schalldämpfer, den hätte ich ganz gern. Und die Schützenhandschuhe nämlich ebenfalls. Und im Inventar haben wir die dann hier. Das heißt, jetzt muss ich nur gucken, wo sind denn die? Wahrscheinlich hier auf. Ne, befindet sich kein Objekt. Übersicht. Könnte das denn sein? Ah ja, da haben wir die Schützenhandschuhe. Und wir sehen praktisch, sind Stufe 4, genauso wie die wir jetzt tragen, aber die haben hier etwas weniger Health bzw. mehr RST. Da kann man jetzt sagen, okay, alles klar, nehme ich. Aber man sieht hier oben direkt, wie sich die Hitpoints bzw. die Lebenspunkte verteilen, also dann bleiben wir hier bei den jetzigen. Und es geht nach wie vor auch immer um uns weiter, also jetzt nicht so, dass man da dementsprechend jetzt Ruhe hat, sondern es geht schon weiter. Nur die Frage, wo ist der
dieser Schalldämpfer, den man eventuell noch benutzen kann. Auch hier hat man zwei Möglichkeiten der Waffen, die mir da jetzt gegeben wird. Ebenfalls beim M4 und MP5. Da ist der Schalldämpfer, der erfordert Stufe 5, also da muss ich noch ein bisschen leveln. Deswegen geht's weiter. Wir laden nach. Und ich finde schon die ersten Minuten super cool. Durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Ladekoordinaten. So. So, der ging gut. Feindkräfte nähern sich. Tangos im Anmarsch. Erledigt sie möglichst auf Distanz. Erwischt. Keine Gnade. Und wo sind sie? Der lief gut. Aha, man muss also gedrückt halten, wenn man da hier weiter vorrücken will. Komm schon nochmal raus. Komm. Also wer Bock so auf ein bisschen Rollenspiel hat, aber Shooter anleihen will, für den ist das genau richtig. So. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Das lief gut. Und jetzt ein Wasser gab's da. Und jetzt geht's weiter. Also, ich glaube, es kommt schon die ersten Sekunden gleich gut rüber, wie das Game so ist. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Na, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43, Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu Ihrer Stellung unterwegs. Oder auf Zeit, dass Hilfe kommt, schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Ah, die ging leider ein bisschen ins Leere. Komm schon, der ist weg. Das lief gut. Also ihr seht auch die Hitpoints eben, wie viel Schaden ich immer mache. Da jetzt vorrücken. Also deswegen Deckungsshooter. Das ist jetzt halt so eine Art Gegner. Schrägstrich Boss. Jetzt ist der down, also jetzt leben da ein bisschen weniger. Das Spiel gibt es übrigens sowohl für PlayStation, Xbox als auch für den PC. PC hat aber die beste Grafik. So, nehme ich dich ja mit der Sekundär raus. Die Lage ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Ja, danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Aber es schaut wahnsinnig toll aus.
Also gefällt mir sensationell gut. Ich finde, das ganze Spielgefühl passt sehr schnell, sehr, sehr gut ins Raster, ins Muster. Also hier gibt es dann bessere Waffen, Stufe 5. Erweitertes Magazin. Ein Mod wird angelegt, indem man mit Modplatz aus und F drückt. Das heißt, ich kann jetzt hier in dem Fall hoffentlich da mal die M4 als Beispiel nehmen. Kann da die Modifikation. Ne, das ist jetzt die M. Da. Jetzt da. Und kann jetzt hier in dem Fall sagen, wo habe ich das Magazin? Na, wo ist die Mod? Aber da. Mod. Ah, da ist es. Und da kann ich das jetzt hier dazu. Und schon habe ich ein erweitertes Magazin und kann mehr laden. Also auch da, man hat hier einen wahnsinnigen Sammeltrieb, den man im Laufe des Spiels reinholen kann. Und die Operation war ein persönlicher Raum. Darin sind nur für sie sichtbar. Das ist ganz wichtig. Gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Also, jetzt gehört... Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Also, ist genau gut erklärt von der Dame. Es gibt hier drei Möglichkeiten, wo die drei Ausrufezeichen sind, wo es jetzt weitergeht. In dem Fall ist es so, und deswegen seht ihr auch nur den persönlichen Erfolg. Hier drin, alles was hier drin passiert, seht nur ihr... Weil sich das hier, das Leben ganz stark noch verändern wird. Also je nachdem, welche Missionen wir Manhattan ausbaut, auch Manhattan wird sich da noch ganz stark verändern. Also von dem her ist es da sozusagen euch überlassen, was ihr macht und in dem Fall jeden Flügel untersuchen. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Also man hat mir gehört, da bekommt man dann Backup ziemlich wahrscheinlich. Da hat man sein Lager. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Da geht es jetzt dann um das Thema Energie. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. So, und jetzt ist unsere Faye auch eingetroffen. Und dementsprechend begrüßen wir die jetzt. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ja, so nice. So.
Und nun. Da draußen ist hier er. Sicherheitsflügel ist offline. In der Beta nicht verfügbar. Also natürlich in Beta-Phase, da passiert noch einiges. Und hier gibt es dann auch da eine Map. Und hier in dem Fall müssen wir zum Einsatz. Also, raus. Oh, warte mal. Auffüllen. Ja, das nehme ich doch gerne mit. Und hier wird man immer dekontaminiert, weil eine Seuche am Black Friday losgetreten worden ist. Und deswegen dreht hier jeder so ein bisschen hohl und Manhattan ist in Anarchie. Daher kommt es. Also dementsprechend nicht wundern, dass hier alles so ein bisschen kurios ist. Und schaut es mal an. Oh, schaut das gut aus. Krass. Einfach sensationell. Okay. Erklärt zu uns. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candy und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Also. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Also mal schauen, was hier jetzt gleich so los ist. So, erstmal jeden nacheinander wegnehmen. Nachladen, was nachzuladen ist. Okay, weiter geht's. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Nichts leichter als das natürlich. Meine kleine Zuckerschnute. Schaut es hier aus, als ob ich hier dementsprechend mich mal in Ruhe da einloggen darf. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Also, dann retten wir doch die gute Dame. Muss ich gleich natürlich hier den Tipp mal ausprobieren. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. So, jetzt mal schauen, wo ich hier... Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn Sie die Deckung nutzen, können Sie sie ohne Gefahr ausschalten. So. Da draußen ist noch mehr. Ja klar ist da draußen mehr. So, Nummer 1 weg. Kümmert euch da, hast du Angst? Das wird ein leichtes Opfer. Weitere Feinde entdeckt. Also wir legen die nacheinander mal flach. Gibt's doch nicht. Nicht nachlassen. Das Angriff war so. Nimm dein Drecksack. Stopp den Loser. So. Nummer eins weg. Weitere Feinde entdeckt. Also es geht gut ab, alter Verwalter. Also bisher das mit dem Granatenwerfen, das läuft noch nicht so ganz. Aber wenigstens beim Gegner auch nicht, wie man sieht.
so. Also langsam und peu à peu gehen sie down. Weg damit, ja. Kendall und ihr Staff sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobys. So, also, die ersten Mal weg, aber man sieht schon, Actionreich geht's her, aber man hat das HP-System jetzt bestens gerade gesehen, also dass es einfach so ist, dass nicht der einfach mit ein paar Kopfschüssen weg ist, sondern natürlich zählt ein Kopfschuss mehr, aber jede Waffe hat sein Schadenssystem. Und das ist das Thema. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Der Weg zu Kobys führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also man sieht oben in der Minimap gut die kontaminierten Bereiche. Und dann da auch den Scan. Also hier alles wäre kontaminiert. Wann anders, meine Freunde. Aber nicht, wenn ich da bin. So. Also. Der Shooter-Part für so ein gefühltes Rollenspiel ist sensationell. Und jetzt geht's hier rüber. Das heißt, da rein. Machen wir die Tür auf. Ho, ho, ho. Ganz ruhig, Jungs. Ich bin da und helfe euch. So, und nun? Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Warnung, Feinde entdeckt. Komm nochmal raus. So, jetzt muss ich hier mal aufpassen. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Erstmal hole ich mir den Rucksack. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Schwere Waffen? Zug, Agent. Ja, ja, ich weiß ja schon. Ich hör's doch schon. Watch your step. Alles klar. Ich bin ja gespannt, was ich da jetzt für fette Waffen da jetzt als Gegner bekomme. Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Okay, ja, lol, wenn das schon so ausschaut, das kann ja nicht gut gehen. Ja. Also, wir nehmen jetzt erstmal die Sekundäre und ballern uns damit so ein bisschen weiter. Weil ich will meine Hauptfeuerwaffe
da jetzt nicht für die opfern. Komm schon von hinten. Komm. Man sieht auch so kritische Treffer. Aber schön, dass die auch aufrücken. Also da nicht feige. So, weitere Feinde in Anmarsch. Ah ja, da hinten kommen sie schon. Die Distanz kann man auch mal mit der kleinen feuern. Ah, war der andere, der geht da von uns ganz schön ab. So leicht wird es wohl da nichts werden. Aber wie sie anläufen. Weitere Feinde im Anmarsch. Unglaublich. Und das ist jetzt der böse Bube. Man sieht immer, wenn der nachlädt, da geht dann der Punk ab. Coole Aussage, cooles Texte. Steck mich gar nicht, kommt halt ihr her. Ich bin halt in Deckung. Ist halt Deckungsshooter, meine Freunde. So, der ist auch weg. Ah. Er schießt mal wieder. Um meine Granaten. Komm schon. Und weg ist er. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Und einen XP-Aufstieg gab es auch. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann. Also, ich glaube, man konnte die erste Folge nicht besser zeigen. Ich weiß nicht, ob es noch eine zweite geben wird oder ob ich es nicht dann aufs Hauptspiel legen werde. Wahrscheinlich wird das der Fall sein. Aber trotzdem, guter Ersteindruck, mir gefällt es saugut. Ihr könnt mir mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr so von The Division denkt, ob ihr es euch holen werdet oder nicht. Und dementsprechend, ich werde es auf jeden Fall noch die Beta mir ein bisschen anschauen, aber wie gesagt, Ersteindruck, sensationell. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.